Vollkommen überfordert bei dieser Aufgabe. Immer die vier drumrum hoch. Ja. Ach so, weil wir zu viele auf einmal gedrückt haben, das ist ein bisschen braucht, ne? Genau. So. So, meine Seite steht. Zwei Seiten habe ich jetzt gemacht, den Rest macht ihr. Fuck you, Leather. So, warte, ich mache jetzt so. Dann so. Ruhig bleiben. Nicht. Keine Angst. Alles cool. Jetzt den in der Mitte. Jetzt den. So, wir haben jetzt Außenränder. Guck. Sehr gut. Ihr wisst, dass ihr das immer falsch macht. Ihr wisst, dass ihr alle Dinger verschwinden lassen müsst. Geht doch gar nicht. Was? Oh. Dummer Dirk. Man hört einmal auf den Idioten. Aber sieht doch gerade so schön aus. Aber ich finde das super. Ja, jetzt müssen wir nur noch drücken. Jetzt sind alle weg. Ja, jetzt kommen sie gleich wieder. Wir müssen hier vorne den ersten drücken, dann den auf der anderen Seite. Ganz hinten den. Und auf keinen Fall zwischendrin irgendwas drücken. Guck mal. War jetzt einfach. Nee, ist es nicht. Ich muss 13 Dinger runterdrücken. Ich hab hier den scheiß Guide vor mir liegen. Aber du sollst nicht schummeln. Tu ich nicht. Ich spiel Wir drücken WoW. einfach random auf alles, sagt der hier. Was? Nein, warum hast du den hinten gedrückt? Ja, Dirk. Hier haben wir nichts. Nee. Musst du Dazu erst hier kommt vorne den drücken, wo du stehst, dann den ganz auf der anderen Seite, also geradeaus durch, dann den ganz rechts, den Eckpunkt, dann ganz links, dann die in der Mitte, und dann außen nochmal vier Stück. Mach das dich über Guide. Über Trial and Error machen wir das jetzt. Genau, einfach alles klicken, bis alles unten ist. Also. Warte, nein. Es hat keinen Sinn mehr. Rückzug. Ich gehe mich auf den Ring. Man kann sich hier nicht aufbringen. Ja, komm, lass uns mal erstmal einen das lachen lassen oder zwei. Komm, Dirk und ich machen das eben. Okay, du Ich machst stell den hier mich tot. vorne. Den hier, okay? Jetzt hör doch mal auf, Melli! Geh raus! Geh mal weg hier! Hier nur den in der Mitte. Guck mal, dann gehen die alle runter. Ich stell mich hier jetzt an den Rand und mach gar nichts mehr. Doch. Ey, Kardamon-Zimt, hör mal auf! Gerade Kardamon-Zimt? Er hat doch den Geist. Ja, aber ich will nicht über Guide. Kick ihn! Ich kann Kick das den! Kick den! schon Der schummelt, der guckt alles nach! Bin ich doof! Ist immer was Lustiges und dann nimmt man sich direkt den Spaß, wenn man dann lieber nachguckt. Fuck you! Hallo Steve. Ich hab mich totgestellt, ich mache hier nichts mehr. AFK, ich und Dirk lösen das. Ich mache hier nichts mehr. Ich bin versteckt. Warte, warte, warte. Jetzt vorne drücken, genau. Ja, jetzt den hier. Ah, fuck. Ich bin zu Slowpoke. Warum bist du denn so klein? Hahaha, der Und Warte, dann den rechts, also den ganz rechts am Rand. warte, 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 warte. Ich muss hier eben die Ecke lösen. Warum ist der da links rausgekommen, da oben? Ja. Weil es hier gerade mit dem Einzelnen nicht anders geht. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass immer einer stehen bleiben muss. Perfekt. So, jetzt den vor dir, genau. Was habt ihr demnächst bei euch um die Ecke? Ein K&K. Kapuska. Einer muss ja stehen bleiben, oder? Nein. Den hier. Dann gehen die in der Ecke alle hoch. Mach mal. Jetzt kann ich den hier lösen. Dann kommt auf der anderen Seite wieder einer hoch und der hier. Und in der Mitte.
Na gut, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir müssen gucken. Wenn ich jetzt den hier, wenn ich jetzt den hier drück, dann kannst du wieder drei wegmachen. Einer in der Mitte steht, weil den kannst du wohl alleine wegmachen. Ja eben, sag ich doch. Einer muss stehen bleiben. Ja, einer muss am Ende in der Mitte stehen, den du dann anklicken kannst und der verschwindet dann wohl alleine. Ah, das war doch der falsche eben, oder nicht? Hätten wir nicht den hier drücken müssen, damit alles da rüber wandert? Wieder rückgängig machen, theoretisch. Aber es ist ja im Prinzip egal, wie rum man geht. Ich wollte jetzt hier diesen Vierer hier wegmachen, weißt du? Und du ja. Den drückst, Problem ist, die am Rand lösen immer einen auf der anderen Seite aus. Also das ist ein bisschen schade. Ich muss mal versuchen, die irgendwie in die Mitte zu kriegen. Und jetzt habe ich da hinten wieder einen, den ich vierfach wegmachen kann. Den hier. Der ist jetzt hier doof, aber um mal den auszumerzen. Jetzt kann man die hier kriegen. Genau. Haben wir noch jetzt wird's wieder eklig, ja. Warte, ich versuche. Drück mal deinen, genau. Den hier, dann drück ich den hier und. Den in der Mitte und da. Genau, dann kommt der hoch neben dir. Oh, der hätte jetzt. Oh, der geht. Okay, fuck. Okay. Warte mal, wenn ich den drücke, dann kommt der. Ne. Ich mach das mal wieder rückgängig hier, das war nämlich Quatsch. So. Jetzt muss ich den drücken. Dann kriegst du auf deiner Seite wieder einen. Wenn ich jetzt den drücke, dann haben wir noch den in der Mitte. Also den hier. Müsste aber der richtige. Drück mal deinen, genau, ganz am Rand. Okay. Oh, Freunde, Todstellen ist gleich abgelaufen, dann werden wieder random Sachen gedrückt. So. Okay, wir haben noch 5 Figuren. Wenn ich den drücke, dann bekommen wir den wieder und den. Wie gesagt, erstmal nach in die Mitte verschieben. Das denke ich schlau am schlausten. So, so wie du. Am Anfang. Ja, nee, nimm wir nicht. Wir haben jetzt viel mehr verstanden. Also, die Sache, so wie die gerade eben stehen, so stehen die auch direkt am Anfang. Nein, das stimmt also, nicht. Ich bin zurückgepuzzelt, voll okay. Guck mal, such mal. Jetzt habe ich hier alles geklärt, bis auf den einen. Was ist denn hier, ne? Jetzt müssen wir nur noch die andere Seite machen. Warte, wir müssen erst den linken machen, ne? Also den hier, wo ich jetzt. Wird tatsächlich in der Ecke anfangen. Aber dann kommt ja der links da wieder raus. Ja, den drücke ich dann wieder zurück. Obwohl, mach mal den, ja. Mach mal den. Ich wurscht. Zwar hier ein, aber wenn ich jetzt den hier drücke. Und dann den, dann müsste der auch wieder verschwinden. Aber dann haben wir ja links da am Rand noch wieder einen. Ja gut, aber der kommt ja mit den anderen links auf der anderen Seite zusammen. Das ist ja eigentlich ganz gut. Kommen die da gleichzeitig hoch? Mhm. Muss ich den noch weiter verschieben? Muss halt immer so 5 Moves machen, bevor man das quasi wieder richtig hat. Das ist ein bisschen. Ihr braucht ja noch einen Moment, ne? Ich hol mir mal noch einen Kaffee. Gönn dir Kaffee. Mach das. Warte, jetzt läuft's gerade, warte mal. Jetzt habe ich hier. Guck, jetzt kann ich die alle wegmachen. Zack. Kommt nur der eine in der Mitte hoch. Mach mal deinen in der Ecke, ganz in der Ecke. Ja, ist mir klar. Dann so. Die beiden Eckpfeiler nochmal. Scheiße, aber die in der Ecke kriege ich nicht. Oder drücken. Ja gut, den musst du ja drücken. Dann kommen hier in den anderen Ecken wieder die raus, oder? Einen von den Ecken müssen wir jetzt auf jeden Fall drücken. Ja, dann meine ist glaube ich schlauer, oder? Deiner ist glaube ich der klügste, ja. Ja, weil dann kann ich die hier wegmachen. Guck mal, dann ist es doch fertig! Easy! Also nach Guide müsst ihr den in der Mitte auch noch wegdrücken. Ja, fertig. Wir sind die Klügsten! Wir sind die Klügsten! Also nach Guide brauchst du 13, musst du 13 mal.
haben halt 27 gebraucht, na und? Ist doch egal, aber wir haben keinen Guide benutzt. Kack, Noob, lol. Wir sind die Puzzlekönige. Melli ist ganz salty Kaffee kochen gerade noch. Da habe ich mir wieder ein Stück Grünkohl verdient. Oh yeah. Ich hol mir jetzt auch was Süßes. Guter Dirk, hast du gut gemacht. Knobeln. Geiles Spiel. Oh, nochmal? Danach nochmal mit Twinks rein. Falls das jemand nochmal sehen möchte, ich habe das nochmal gestreamt. Ich mach kurz weg, mir was zu essen. How to Knobeln, easy peasy.